Gustl, wir kommen. Wir haben es geschafft, wir sitzen im richtigen Zug. Geschafft! Jawohl, mit Bus und Bahn hat wunderbar geklappt. Und jetzt holen wir ihn wieder. Und dann machen wir Wohnmobilurlaub, ist besser als Bahnurlaub. Auf jeden Fall. Und jetzt hoffen wir, dass das Gustele startklar ist und dann geht es wieder weiter. Genau. Ja, wir sind jetzt nämlich wieder unterwegs. Rechts fahren, links fahren, wir stehen. Ja, zwei Reihen LKWs und die dritte Reihe, die PKWs, die rauschen an uns vorbei. Wir sehen jetzt überhaupt nicht, was vorne so abgeht, weil wir natürlich hinter dem LKW stehen. Naja, vielleicht schaffen wir es nur, dass wir heute in Düsseldorf ankommen. Wenn nicht, dann kommen wir morgen. Ja, wir haben ja unser Bett zum Glück dabei. Also, warten wir mal, wie es hier weitergeht. So, wir sind angekommen und natürlich jedes Jahr das gleiche Prozedere. Immer eine Riesenschlange, die Autos fahren nicht weiter. Aber jetzt ist der Helle bei der Anmeldung. Thank you.
Signallärm, hier machen die Maschine. Ja. Ansonsten ist doch alles sehr ruhig. Ja, genau. Wir sind ja auch rechtzeitig dieses Mal da. Die Influencer fahren mit den Fahrrädern rum. Die zu frühen Gäste sitzen noch vorm Wohnmobil und die Aussteller arbeiten in der Halle. Und genau da schauen wir jetzt mal rein. Ja, genau. Mal schauen, wie weit sie sind. Sie haben ja noch einen ganzen Tag und okay, morgen haben sie ja auch noch Zeit. Schauen wir mal, wie weit sie sind. Genau. Bei so einer Messe weiß man nicht, was man als erstes anschauen soll. Nein, eigentlich wollte man nur mal durchgucken. Nein, habe ich von vorne nicht vorgehabt. Wir haben ein paar Gesprächspartner. Ja schon, aber heute wollte man nur mal durchgucken. Ja, heute wollten wir nur durchgucken. Ja. Aber wir haben uns schon mal die Orte des Geschehens ein bisschen näher angeschaut. Und wir haben uns, oder ich, sie ist ja immer da nicht so flexibel wie ich, ich habe mir den Schwerpunkt Karthago vorgenommen. Wir haben auch einen Gesprächstermin bei Karthago. Und wir sind ja immer noch ein bisschen am Schauen. Irgendwann wird der Gustl nicht mehr leben, ja. Zumindest nicht leben? Mehr bei uns. Ja, genau. Und wir sind da schon immer ein bisschen am Gucken. Und wir sind uns mittlerweile schon mal in einem Punkt einig. 9 Meter sollten es keinesfalls werden und über 3 Meter sollten es auch nicht werden. Denn die Art, wie wir Reisemobil betreiben, die wird sich nicht ändern. Aber wir sind uns einig, irgendwann werden wir ein neues Fahrzeug benötigen. Ja. Die Ossi sagt später, ich sag früher. Aber irgendwo dazwischen liegt es dann. Denke ich auch, ja. Und ein guter Kandidat dafür wäre Karthago für uns. Und zwar, was wir jetzt schon so mal ganz kurz gesehen haben, ist das dieser Seetourer. Ich glaube, es gibt es den Begriff schockverliebt. So ist mir es damals mit der Ossi gegangen und so geht es mir mit dem Karthago, glaube ich. Naja, das ist ja mal ein kleiner Unterschied. Genau, der kostet noch mehr Geld. Hallo? Was soll jetzt das? Nein, wir reden jetzt nicht über Geld. Wir schauen es uns jetzt einfach mal an und ihr könnt mit rein. Vor Messebeginn nehmen wir euch mit rein und machen gleich einmal. Ja, eben, wir sind da jetzt hinkommen und haben gesagt, okay, schauen wir uns den einfach einmal an. Schockverliebt. Das ist schon ein Quatschkopf. Zwei Sachen gefallen mir, Ossi, und eine Sache gefällt mir nicht. Aha, und was wäre das? Du gefällst mir vor davor und das Heck gefällt mir nicht. Aber mit dem Heck hat man am wenigsten zu tun, wenn man das Fahrzeug fährt. Das wollte ich jetzt aber auch gerade sagen. Wir fahren ja nicht hinter uns her. Erkennt ihr den Unterschied? Also wir wissen nicht, was es damit auf sich hat, aber wir machen uns diesbezüglich natürlich kundig. Also wir sprechen hier vom C-Tourer 149 LE auf Mercedes Sprinter Basis und der kostet in der Basisversion 124.000 Euro und ausgestattet, wie hier steht, 161.215 Euro. So, und wir schauen uns einmal was an, denn eins habe ich schon mal bemängelt, das letzte Mal auf der CMT. Ossi, du weißt, was ich meine? Nein. Weiß ich jetzt nicht. Auf den neuen Mercedes, der neue Mercedes unter voll integrierten, hat so einen langen Vorbau, dass die Frontscheibe so weit vom Lenkrad weg ist, dass man sich schwer tut, an die Scheibe hinzulangen. Und da hat Le Foyer eine gute Lösung gebaut. Die haben nämlich eine kleine Motorhaube vorne hin gemacht. Und das habe ich bisher bei Hümer vermisst, vermisse ich nach wie vor. Bei Karthago habe ich das auch vermisst. Und siehe da, Karthago hat sich diesbezüglich bemüht und hat einen kleinen Vorbau hergemacht. Man kann es hier sehen. Und durch diese Front davor drückt
die Frontscheibe etwas weiter zurück und man kann also auch leichter an die Frontscheibe langen. Ursi, überzeugt dich das? Ja. Machen wir gleich mal den Test. Also hier komme ich vor. Muss mich zwar strecken, aber es klappt. Wo ich natürlich nicht vorkomme, das ist da, wo das Lenkrad ist. Da ist dann Helle gefragt. Wir haben auf der CMD das gleiche Modell vorgestellt, ohne diesen Motorvorbau. Und da haben wir gezeigt, wie problematisch das ist. Und jetzt hier sieht es also schon mal alles viel besser aus. Und ich muss sagen, der gefällt mir. Wir haben dann noch einen kompetenten Mitarbeiter der Firma Cartago getroffen und der zeigte uns ein paar Fahrzeuge, die den gleichen Grundriss haben und schon das neue Heck verbaut wurde. Einen davon haben wir uns intensiv angesehen und den zeigen wir euch bei einem weiteren Video vom Caravansalon in Düsseldorf 2023. Ach, was machst du denn? Der Rücken gefällt mir so, den habe ich gerade gefilmt.